Gestern hatte ich ein wunderschönes Brett vorm Kopf. Hast du das manchmal auch? Und dann eine Stunde später oder manchmal eine Minute später oder einen Tag später ist das Brett auf einmal weg und du denkst, ja, so kann das sein, wenn man keinen Ideensprudel hat. Und man hat ja auch nicht laufend Ideensprudel, aber man kann Ideensprudel auch trainieren. Und das bringe ich dir bei in meinem Workshop. Der wirkt nämlich am Samstag, den 15.10. online via Zoom. Du kannst dich da noch einbuchen. Das ist Teil 2. Teil 1 war in der letzten Woche. Da ging es darum, wie treffe ich die richtigen Entscheidungen für mich. Und in Teil 2 beim Ideensprudel geht es jetzt darum, wie ziehe ich diese Ideen auch durch? Also eine gute Idee haben ja schon viele gehabt. Aber kennst du diese Menschen, die plötzlich sehen, dass jemand anders ihre Ideen realisiert und die dann ganz traurig sind und sagen, oh, das hatte ich auch und das habe ich nicht umsetzen können, da wusste ich nicht, wie ich es machen soll. Und damit dir das nicht passiert, falls du auch so ein Typ bist wie ich, der 100.000 Ideen hat und du aber dann doch nicht so ein Typ bist wie ich, der die auch alle umsetzt oder fast alle. Weil ich habe früher geglaubt, ein Scanner sein, das ist jemand, der zum Beispiel so viele Ideen und so viele Interessen hat, das wäre was Schlechtes. Und meine Gedankenwelt war darauf ausgerichtet, die Fehler in meinem Leben zu finden. Das fing mit der Einschulung an. Ab da war im Grunde genommen mein freies Denken zu Ende. Und schon vorher durfte ich verschiedene Sachen nicht und ich habe das Wort Nein kennengelernt. Aber, naja, in der Schule fing es dann damit an, dass ich zwar noch gelobt wurde für das, was ich geschafft hatte, aber es wurde auch immer mehr Fokus auf die Fehler gelegt. Und das hat irgendwann meine Fantasie, meine Neugier, meine Individualität getötet. Und dieses Tag für Tag, so nicht merkbar und über Jahrzehnte bin ich diesem Fehlerdenken ausgesetzt gewesen. Und jetzt kannst du mal in deinem Leben schauen. Ich meine, ich habe ja in der Welt gelebt, in dieser Welt, in der du auch lebst. Und diese Programme sind in allen Menschen angelegt und werden gelebt. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Deswegen war zum Beispiel auch das Buch Pippi Langstrumpf von der Astrid Lindgren so ein großer Erfolg. Und es ist kein Wunder, dass genau dieses Buch meine Kindheit geprägt hat, dass ich dieses Buch fast auswendig konnte. Nicht nur eins, sondern das waren ja drei Bände. Und jetzt bin ich 62, ja? Und dieser Ideensprudel, der ist jetzt endlich in eine Online-Veranstaltung verwandelt worden. Vor ein paar Monaten hatte ich das schon mal als Online-Kurs ausgegeben. Da konntest du 21 Tage in meiner Energie sein. Da habe ich jeden Morgen etwas live zum Besten gegeben bei Facebook, um dir einen Eindruck zu geben, wie bunt das Leben sein kann, wie viel Freude es machen kann, wie begeistert man sein kann, wenn man den Fokus auf die Sachen legt, die klappen und was man noch Neues machen kann, anstatt den Fokus auf die Fehler zu legen und zu sagen, das geht nicht mehr. Wenn was nicht mehr geht, dann fang was Neues an. Das ist völlig egal, ob es eine Arbeit ist, ob du an einem Ort, wo du lebst, nicht mehr glücklich bist, dann zieh um. Also lass dich nicht an dem festhalten, was ist. Das ist nur. Und wenn es dir nicht gefällt, dann ändere es. Du hast so viel mehr Macht, als du denkst. So, meine kleine Brandrede vor dem Feuer hier, ist zu Ende. Meine Stimme geht zu Ende. Wenn dich das jetzt entzündet hat, dann komm doch am Samstag in den Ideensprudel von 10 bis 15 Uhr.
Für 199 Euro plus Mehrwertsteuer kannst du dabei sein in einem Zoom-Call mit wundervollen anderen Menschen. Viele von denen, die letzten Sonntag in Teil 1 zum Thema Entscheiden waren, sind in Teil 2 wieder dabei, weil sie gesagt haben, meine Güte, was ich in den 5 Stunden alles gelernt habe, das ist ja irre. Und ich freue mich so auf mehr. Ich will da unbedingt weitermachen. In mir sind auch so viele Ideen, die ich schlafen gelegt habe, die ich wieder aufwecken darf und die ich realisieren möchte. Dass du bei Teil 1 dabei warst, ist keine Voraussetzung, dass du Teil 2 genießt, denn du bist voller Ideen. Und in Teil 2 geht es ja vor allen Dingen auch darum, wie du die dann tatsächlich umsetzen kannst, wie du dich nicht mehr von deinem System, in dem du lebst, davon abhalten lässt, deine Individualität wirklich zu entfalten. Und dass mir die Stimme vorgestern verloren gegangen ist, weil ich so begeistert war, das hält mich nicht davon ab. Am Samstag ist die wieder komplett da. Das hält mich auch jetzt nicht davon ab, dieses Podcastchen zu machen, weil Ideensprudel ist meins. Und überhaupt sind alle Dinge, die ich im Moment in den letzten Jahren realisiere, meins, weil ich nur noch in meiner Begeisterung bin, weil ich nur noch Lösungen sehe, weil ich keine Probleme mehr sehe und weil es mir egal ist, wenn Menschen zu mir sagen, du bist ja unangenehm fröhlich. Ich finde, fröhlich kann nicht unangenehm sein und ich bin ja nicht auf einer Beerdigung fröhlich, sondern ich bin in meinem Leben fröhlich, weil ich es genieße. Und das möchte ich dir gerne, dazu möchte ich dir gerne auch ein paar Energy Kicks geben. Ich bin die Paragraphen Sylvia, das sollte ich nach 7 Minuten vielleicht mal sagen, wenn du es noch nicht weißt. Ich bin eine ganzheitlich lösungsorientierte Entscheidungsmentorin. Über 30 Jahre lang bin ich auch Familienanwältin. Das wurde mir aber irgendwann zu langweilig, nur das zu machen oder es nur so zu machen, wie die Kollegen es machen. Das heißt, so habe ich es nie gemacht, aber es war immer ein bisschen bunter. Inzwischen mache ich aber meine Beratungen auch beim Wandern mit den Hunden Tag für Tag. Ich mache meine Beratungen hier am Ofen, wo ich jetzt auch sitze. Weil wenn wir das Außen ändern, also nee, nicht nur, aber dann können wir viel schneller Ergebnisse erzielen, indem wir neue Gedanken freilassen. Wenn ich das System verlasse, dann ist es viel einfacher, neue Gedanken zu haben. Deswegen geh mit mir in die Natur, sitz mit mir hier am Ofen und trink mal einen rohen Kakao. Dann wird sich in deinem System ganz automatisch eine Tür öffnen und hinter dieser Tür werden die neuen Lösungen sein. Oder komm in den Ideensprudel am kommenden Samstag, dann bist du auch wieder on fire. Ich grüße dich, deine Paragraphen Sylvia. Der Link ist in der Beschreibung oder guck auf meinem Facebook Account oder geh in meinen Linktree, also Ideensprudel heißt das Ding. Und wenn du Teil 1 nachbuchen möchtest, die Aufzeichnung, dann schreib mir einfach nur WhatsApp unter 0178211615 mit 50 Euro Rabatt, also für 149 Euro plus Mehrwertsteuer kannst du auch die Aufzeichnungen kaufen. Hab einen wunderbaren Tag und bleib gesund. Ciao!